Es ist zum Glück inzwischen kein Geheimnis mehr, dass 1 Liter Ketchup mehr Zucker enthält als 1 Liter Cola. Wie viel genau mehr? Naja, ungefähr das Dreifache. Aber seien wir mal ganz ehrlich, auf so einem selbstgemachten Burger oder mit frischen Ofenkartoffeln oder Chips schmeckt einfach Ketchup echt geil. Damit du aber weiterhin kein schlechtes Gewissen haben musst, wenn du Ketchup isst, teile ich mit dir in diesem heutigen Video, wie du selber deinen gesunden, zuckerfreien, fermentierten Ketchup selber machen kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem Video. Die genauen Mengenangaben und noch weitere Infos zum Rezept findet ihr wie immer unten nochmal in der Infobox. So, dann zu den Zutaten. Erstmal eine Dose Tomatensauce. Ich benutze sehr gerne eine, die schon Basilikum mit drinnen hat. Dann noch 100 Gramm circa waren bei mir drinnen Tomatenmark. Dann eine Vierteltasse Kombucha oder irgendein anderes Ferment oder also so eine Fermentierflüssigkeit. Das kann auch Whey sein oder Wasserkefir oder irgendein anderes Fermentierding. Für Ideen zur Fermentierflüssigkeit findet ihr auch noch weitere Inspirationen, wie gesagt, in der Infobox, falls ihr gerade keinen Kombucha da habt. Dann noch 3 Esslöffel Apfelessig, etwas Honig, 2 Teelöffel Salz, ein bisschen Knoblauchgewürz, einen gehäuften Teelöffel frisch gemahlene Senfkörner, die habe ich einfach in meiner Kaffeemühle gemahlen. Und noch 1 Teelöffel italienische Kräutermischung oder falls ihr irgendeine andere Kräutermischung da habt, ist es natürlich auch völlig in Ordnung. Und dann habe ich noch zum Abschluss 1 Teelöffel Reisessig. Und am Schluss wird das Ganze noch nach Lust und Laune gepfeffert, je nachdem wie scharf ihr es gerne habt. Und dann einfach alles in der Schüssel miteinander vermischen und dann natürlich den Deckel ganz fest draufschrauben, dass da auch nichts mehr Luft reinkommt. Und dann stellen wir das Ganze für 3 Tage an einen warmen Ort, einfach entweder auf euer Küchenregal und bedeckt es noch mit einem Tuch, dass es eben lichtgeschützt ist. Und nach den 3 Tagen können wir es dann einfach schon in unseren Kühlschrank stellen, wo es sich dann mehrere Monate hält. Das war's auch schon mit dem Rezept. Wenn du dich jetzt fragst, warum muss ich den Ketchup fermentieren? Fermentieren, das ist eine wirklich traditionelle und uralte Methode, um Lebensmittel länger haltbar zu machen. Das wurde von Leuten schon entwickelt, bevor es eben Konservierungsmittel gab. Und ich benutze es persönlich als eine super Alternative, um gesund zu kochen. Denn das Zeug ist dann nicht nur gesünder, wenn du es fermentiert hast, weil dann eben oft die Nährstoffe, also die Nährstoffdichte nochmal potenziert wird während des Fermentiervorgangs. Und obendrein hält dir das Lebensmittel viel, viel länger. Das heißt, du hast dann keinen Stress, dass du es aufessen musst bis Ende der Woche, sonst verschimmelt es oder so, sondern es hält länger und ist auch noch gesünder. Und ungeöffnet hält es mehrere Monate im Kühlschrank, dein Ketchup. Und wenn du es aufmachst, hält es bei mir auch locker 2 Monate. Ich bin persönlich auch sehr dankbar, dass ich dieses Rezept endlich mal mich überwunden habe, das auch schon vor Jahren zu machen, weil ich habe Ketchup als Kind schon immer sowas von geliebt. Ich hätte es überall drauf tun können, wahrscheinlich wegen meiner unstillbaren Liebe zu Tomaten. Ich kann es euch wirklich nur wärmstens empfehlen. Es schmeckt mir persönlich sehr gut und jedem, der es schon mal probiert hat, ebenfalls. Lass mich gerne wissen, falls du noch irgendwelche Fragen hast, in den Kommentaren und teile auch gerne, welche coolen Rezeptideen, gesunde Alternativen kennst du. Lass es uns gerne in den Kommentaren wissen, dann können wir alle was dazulernen und haben was davon von deinem Wissen. Und ansonsten, wie immer, bleibt fit und gesund und ich freue mich auf übernächste Woche Dienstag, euch wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, Pfiat Lieb!